Achtung, Achtung, dies ist eine offizielle Durchsage der Redaktion Holtex. Der Bullige und der Professor werden umgehend zum Zeughaus gebeten, um dort die Stadt zu verteidigen. Ah, ja gut, dann wollen wir mal hingehen. Schön, dass wir schon da sind. Ach, wir sind schon da, was für ein Zufall. Ja, wir haben hier nämlich ein kleines Zeughaus, direkt neben unserer Polizeistation oder unserer Hafenwacht. Direkt angrenzend, ist also eigentlich ein Gebäude, gehört alles dem König hier und da hat es sich angeboten, hier dann noch ein Lagerhaus vollzustopfen mit ein paar Utensilien. Ja, Utensilien, die man zur Verteidigung der Stadt braucht. Also hier sind dann ist dann die Zunft hingekommen, die halt die Stadt verteidigen musste an ihrer Stelle und hat sich halt ausgerüstet. Das waren normale Bürger und jede Zunft, also jedes Handwerk quasi, hatte dort einen eigenen Bereich der Mauer, den die verteidigen mussten. Ja, die Lordschaften, die haben den Zünften einfach dann Waffen zur Verfügung gestellt und haben gesagt, hier, ihr geht jetzt auf die Mauer und verteidigt unser Gold und natürlich eure Leben. Und die Leute haben das dann gemacht. Ja, die Leute mussten das machen, denn eine Eroberung der Stadt bedeutete meistens auch den Tod der Bürger. Ja. Und also. Niedergang des Handels und des Handwerks. Ja, es wurden selten aber Leute am Leben gelassen bei der Eroberung einer Stadt. Und leider wurden auch sehr oft Städte erobert. Gut, ja, das zur Bauweise ist es halt in dem gleichen Stil unserer anderen Gebäude hier gebaut. Etwas moderner mit Ziegelsteinen und natürlich auch mit einem kleinen Kupferdach und irgendwie auch eine interessante Form hier mit den Überhängen. Also mir gefällt es sehr gut. Ja, die Fassade kennen wir ja schon von dem Video mit dem Polizeigebäude hier. Ja, meinst du, wir sollen mal reingehen? Warum machen wir sonst dieses Video? Okay, ja gut. Wir können zum Beispiel von hinten ganz gut reingehen, denke ich. Ja. Hier, ich gehe einfach mal hier rein. Genau. So, hier kommt man gut rein. Hier steht auch schon direkt eine Kanone. Hier unten sind nämlich die schweren Waffen gelagert. Ein paar Kanonen. Oder hier auch noch nicht zusammengebaute Kanonen. Eine Schützlerfette. Oh nein, ich bin schon wieder hier drauf gelatscht. Ach, ich darf hier nicht drauf latschen. Warum machst du hier oben nicht... Warum machst du da keinen Teppich drauf oder sowas? Das soll ein Deckel darstellen. Und da unten drunter ist halt Schwarzpulver. Und man kann ja Schwarzpulver nicht einfach so rumstehen lassen. Deswegen ein Deckel. Okay, gut. Man hätte einen Teppich nehmen können. Ist alles kein Problem. Müssen wir das in ein Video ausfechten? Ja, gut. Egal. Die Kanonen, die können auch feuern, aber die sind jetzt natürlich nicht geladen. Sind halt so ganz normale Standard-Minecraft-Kanonen. Vorne mit einem Werfer dran. Hinten mit einem Knopf zum Auslösen. Treffe ich nicht doch jetzt. Ja gut, im Prinzip ganz einfach. Hier gibt es auch nicht mehr zu sehen im unteren Bereich. Hier sind halt die schweren Waffen gelagert. Und das war's dann auch. Ja. Da sollen dann die Handwerker gucken, wie sie damit klarkommen. Genau, das Schweinchen gehört hier zum anderen Lagerhaus. Also nicht wundern, auch wenn der Kran geteilt wird von den beiden Häusern. Gut, dann können wir hier diese Treppe an der Seite hochgehen. Ja, und hier sind wir in dem Kleinwaffenlager. Quasi hier werden die Schwerter, Rüstung und Lanzen gelagert. Rüstungen sind hier an der Wand zu finden. In diesen Schränken. Einzeln abzuschließen. Man kann halt auch keine klauen. Ja, genau. So ein paar Rüstsachen. Dann haben wir hier einen Lanzenständer. Der sieht aber irgendwie scheiße aus, finde ich. Keine Ahnung. Die sind nicht so ganz gelungen, die Lanzen. Naja, gut. Hier haben wir einfach noch eine Werkbank und so ein Becher hier, wo man Teer mit gießen kann von der Mauer. Ja, also haben wir oben gelagert, glaube ich sogar. In Schubladen. Okay. In Schubladen. Ja, sonst nichts Besonderes hier. Gut. Das wird eh ein kurzes Video. Ihr seht, hier ist das Abteil der Polizei hinter oder der Hafenwacht. Deswegen ist das hier ein bisschen kleiner. Ich glaube, wir gehen mal nach oben, ne? Ja. Was haben wir da nochmal gehabt? Hier haben wir noch ein paar Regale. Was ist das? Warum sind die Massenvernichtungswaffen? Das? Ach, die hat der Saddam Hussein hier mal vergessen. Der hat die hier versteckt?
Ja, 2001. Wusstest du das nicht? Echt? Nee, keine Ahnung, ey. Aber gut, warum hat er die nicht wieder abgeholt? Habe ich ihn nie gefragt. Der ist, glaube ich, ein kleines Missgeschick passiert, oder? Ich glaube, der lebt gar nicht mehr. Naja, gut. Nur blöd, dass die hier waren. Was machen wir jetzt damit? Auf eBay verscherbeln? Ja, würde ich sagen, ne? Link ist in den Kommentaren. Okay. Ja, was haben wir denn noch hier Schönes? Deine patentierten, einfallslosen Schubladen? Einfallslosen Schubladen. Ja, da ist halt ganz viel drin. Das ist... Die Fantasie. Warum hast du da nicht noch was vorgepackt irgendwie? Kann man da nicht noch ein Schild vorpacken oder so? Ah, ich muss mir mal einen Arm machen. Sieht das so nicht schöner aus als Schublade? Ja. Ja gut, da ist das Pech drin gelagert, oder wie? Ja, alles mögliche. Kleinzeugs, Schrauben, denn es wurden ja auch alle möglichen Montagesachen für die passenden Gerätschaften hier gelagert, zum Beispiel Raketenteile oder so, atomarer Sprengkopf, chemische Waffen, keine Ahnung. Bisschen Cäsium. Die sind aber leer. Was hast du hier noch? Da haben wir Stroh. Warum? Warum sollte da kein Stroh liegen? Okay. Wenn du meinst, gehe ich nicht näher drauf ein. Ja. Wir haben hier noch Kohle. Kohle. Ja, Raketentreibstoff oder was ist das? Schwarzpulver, ne? Unten war das Schwarzpulver, da haben wir aber, glaube ich, aber Bedrock hier ist kein genommen. Deckel drauf, also kann das kein Schwarzpulver sein. Okay, was soll das sonst sein? Kohle. Kohle, okay. Ha, da waren wir mal wieder sehr einfallsreich bei der Inneneinrichtung dieses Zeughaus. Ach, nimmt's nicht so ernst, das Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich finde, das ist ein sehr schönes Haus und es ist auch schön integriert in die Landschaft, dadurch, dass das auch mit der Polizeistation verbunden ist und dort ein Abteil abgegrenzt ist. Das ist jetzt natürlich kein Lagerhaus deswegen, sondern ein Zeughaus. Zeughäuser gab es überall in der Stadt und ja, Lagerhäuser kommen natürlich auch noch. Und viele andere Gebäude. Ihr seht schon, wir sind fleißig am Arbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Und denkt dran, am Ende des Videos sind zwei weitere Videos, wo ihr draufklicken könnt. Und wir haben eine Facebook-Seite, Link ist in der Videobeschreibung. Okay, und wer die Raketen haben will, guckt auch da rein. Willst du den Link echt da reinpacken? Nein. Okay, dann behalten wir die. Ciao.